Nein, ich schicke euch Eichholz hinüber. Wann? Moment mal. Sigrid. Bitte. Wann kommt der Eichholz aus Stuttgart zurück? Herr Eichholz ist schon hier. Gleich zu mir. Er fliegt heute noch. Ja, spätestens morgen früh. Wie geht's der Queen? Schöne Grüße und Sie sollen mich mal zum Tee einladen. Das passt gut. Ich fliege mit. Ja? Dann morgen ist doch die Auktion bei Sotheby. So. Ich will unbedingt den Kabinettsschrank und die beiden Chiffonieren. Also meinetwegen, aber Liebling, gib nicht zu viel Geld aus. Oh, Männlein, dein Lieblingstext. Ja? Ah, schöne Eichholz, dass Sie schon wieder da sind. Danke, Frau. Alles klar in Stuttgart? Alles klar, Sie liefern nächste Woche. Ja, dafür gibt's Ärger in London. Frank wird mit den Christi-Leuten nicht fertig. Sie müssen versuchen, das in Ordnung zu bringen. Wir fliegen zusammen, Herr Eichholz, falls Sie nichts dagegen haben. Maschine geht um 18 Uhr. Ja, reicht es nicht, wenn ich morgen früh fliege. Heute Abend ist bei denen doch niemand mehr im Büro. Aber ich möchte gern schon heute. Zwingen landen at night. Sie verstehen? Es wäre nett, wenn Sie mich begleiten würden. Fahren Sie ruhig mit, Eichholz. Meine Frau hat Angst beim Fliegen. Sie braucht immer jemand, der ihr Händchen hält. Wird man denn hier als Heimkehrer nicht mal mehr begrüßt? Tag. Ich war einkaufen. Wie war es in Stuttgart? Oh, alles glatt gegangen. Leider ist der Wagen kaputt. Auf dem Parkplatz vor der Firma vom Laster genommen. Ich muss übrigens gleich wieder weg nach London. Ja, wie lange diesmal? 3 oder 4 Tage. Ich nehme den Koffer. Wie geht's Martin? Gut. Hat bei seinem Großvater übernachtet. Da sehe ich ihn also wieder nicht. Ist das meine Schuld? Wann musst du weg? In 20 Minuten. Ich helfe dir bei Papi. Sag mal, ist was? Nein. Warte das Taxi? Taxi? Nein, ich muss eins bestellen. Frau Horster fliegt übrigens auch mit nach London. Da fährt der gute Anzug. War die Reise Ihre Idee oder deine? Sag mal, was soll die Frage? Ja, ich habe doch gesehen, wie sie dich neulich angeguckt hat. Bist du eifersüchtig? Letzte Woche ging es paar Mal das Telefon. Und wenn ich abgehoben habe, hat sie eingelegt. Wer sie? Du wirst schon wissen. Jetzt sei bitte nicht kindisch, ja? Auf unserer Reise. Haben Sie viel zu tun in London? Tja, eine Erholungsreise wird es sicher nicht. Umso mehr muss man darauf achten, dass die Abende angenehm verlaufen.
Interessieren Sie sich für Theater? Ja. Musical, Konzerte? Was haben Sie in letzter Zeit gesehen? Offen gestanden nichts. Ich bin abends immer so hundemüde. Da leiste ich mir dann ein paar Sandwiches und ab ins Bett. Also ob Sie diesmal in London Sandwiches bekommen, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Herr Horster, Frau Eichholz möchte Sie sprechen. Wer? Frau Eichholz. Ich lasse bitten. Tag, Frau Eichholz. Dankeschön, Sigrid. Ich habe gerade mit Ihrem Mann telefoniert. Wenn Sie etwas früher gekommen wären, dann... Aber bitte, setzen Sie uns. Was kann ich für Sie tun? Ich wollte Sie was fragen, Herr Horster. Ja? Es ist wegen seinen Reisen. Gestern kam er aus Stuttgart, abend fährt er nach London. Vorige Woche war er in Düsseldorf und in Zürich. Und was nächste Woche kommt, ich habe seinen Kalender gesehen. Alles voll. Tja, über zu wenig Abwechslung kann sich Ihr Mann wirklich nicht beklagen. Er beklagt sich ja auch nicht. Aber es ist wegen Martin. Der Junge braucht jetzt seinen Vater. Und wenn er Konrad abends nach Hause kommt, ist der Junge schon im Bett. Und wenn wir morgen frühstücken, ist er Konrad wieder im Geschäft. Und Wochenende, da schläft er. Oder Sie schicken ihn nach Ausland. Ja, Ihr Mann ist sehr fleißig, Frau Eichholz, und sehr ehrgeizig. Es tut mir leid, wenn Ihr Familienleben darunter leidet, aber das geht ja vielen Leuten so. Ja, aber wenn es so weitergeht, dann werden wir bald gar keine Familie mehr sein. Aber Frau Eichholz, jetzt übertreiben Sie ein bisschen. Nein. Sigrid, buchen Sie einen Flug erst nach London für Frau Eichholz. Aber das geht doch nicht, Herr Horster. Nein, na und ob das geht? Ihr Mann hat nämlich einen Katalog hier vergessen und den bringen Sie nun einfach mit. Ich kann unmöglich. Wollen Sie Ihren Jungen auch mitnehmen? Es ist nicht wegen Martin. Aber Konrad und Ihre Frau müssen denken, ich spioniere Sie nach. Sagen Sie mal, Frau Eichholz, sind Sie eigentlich eifersüchtig? Nein. Ich auch nicht. Sie bitte, sprechen Sie Deutsch? Ja, Madam. Mein Mann wohnt bei Ihnen, Konrad Eichholz. Ist er im Haus? Mr. Eichholz hat 907. Er ist nicht auf seinem Zimmer. Soll ich ihn ausrufen lassen? Nein, nein, danke. Wohnt Frau Horster auch bei Ihnen? 911. Sie ist vor 5 Minuten gegangen mit einem Herrn. Das wird mein Mann gewesen sein. Wissen Sie, wohin? Ja. Ihr Mann hat mich gefragt, ob die National Gallery über Mittag geöffnet hat.
excuse me. Excuse me, madam. You have extraordinary features. Do you allow me to make a portrait of you? Please. A portrait? A portrait, yes. Would you mind stepping over here? The light is beautiful. Yes. May I? Oh, thank you so much. Lovely. Lovely. Sag mal, Martin, willst du uns entnerven? Wieso? Und mit dem Geschnappe da, mit dem Zollstock, hör doch auf. Entschuldige, Opa. Ja, ich glaube, da ist nicht viel mehr zu machen. Remy. Remy. Was heißt Remy? Unentschieden, keiner hat gewonnen. Aber ich habe gewonnen. Meine Eltern sind beide nach London gefahren. Deswegen darf ich 3 Nächte hier schlafen. Gehen wir morgen angeln, Opa? Meinetwegen. Und was mit der Bienenkönigin? Ja, die zeige ich dir auch noch. Ich hatte wohl noch ein bisschen Zeit, nicht? Interessiert sich für Bienen? Nein. Aber wir sollen nach den großen Ferien einen Aufsatz schreiben über das Leben der Bienenkönigin. Du, ich habe einen Nachbarn. Das ist ein Imker, der hat sehr viel zu tun jetzt. Und die Bienenfamilien, die teilen sich jetzt und müssen ausschwärmen. Und er muss hinter ihnen her, damit er sie wiederkriegt und muss sie wieder reintun in neue Kästen. Das ist sehr spannend. Kriegt man da auch die Königin zu sehen? Na ja, sicher. Mann, das wäre ein Ei. Wir können ihn ja mal besuchen. Vielleicht kommt der Opa auch mit. Keine Lust. Wenn ich morgen schon mit Martin angeln gehen muss. Sag mal, arbeiten willst du wohl überhaupt nicht mehr, ne? Nee. Ich lasse arbeiten. Das habt ihr nur endlich erreicht. Ja. Now, finished. That's for you. You like it? Das bin ich? Yes, yes. Kreuzung von Affe und Vollmond. Yes, you like it? You can have it. You can have it. It's mein Hotel. Really? It's your hotel? Tut mir leid, Madam. Mach nichts. Weiß mein Mann, dass ich nach ihm gefragt habe? Vollmond. Pardon me? Der schickt mich. Du hast was vergessen. Ein Katalog. Ich gebe ihn bei Portier ab. Sag mal, ist irgendwas? Oder warum benimmst du dich so komisch? Das kannst du mich fragen, wenn du nach Hause kommst. Falls du überhaupt noch mal nach Hause kommst. Jetzt kommst du erst mal mit und dann sagst du mir, was los ist. Hm? Ist irgendwas zu Hause? Nein. Wie geht's Martin? Was trinken? Das ist dein Zimmer? Ja. An der Rezeption hat mir gesagt, du hast 907. Ja, das hatte ich auch zuerst. Aber dann haben wir die Zimmer getauscht, weil Frau Horster der Lastenaufzug stört, wenn man hier will. Jetzt sag mir bitte, warum Horster dich nach London geschickt hat. Das möchte ich nicht. Habt ihr euch getroffen? In der Stadt? Nein. In seinem Büro. Du bist zu ihm gegangen? Warum? Weil ich war sauer, dass du immer wegfährst. Du warst sauer, weil ich mit Frau Horster zusammen geflogen bin, stimmt's? Ja. Hat's geschmeckt. Und da gehst du einfach zu meinem Chef und beschwerst dich? Ich hab mich nicht beschwert. Ich hab nur gesagt, dass der Junge kaum seinen Vater sieht, weil du nie zu Hause bist.
Sag mal, ist dir eigentlich klar, dass du dich und mich lächerlich gemacht hast bei Horster? Du gehst da einfach hin und jammerst ihm was vor? Ich kann mich da nicht mehr sehen lassen. Er war doch sehr nett. Er hat gesagt, ich soll dich grüßen. Horster muss mich für einen Volltrottel halten. Da kann ich ja noch kündigen. Hallo. Entschuldigen Sie, Frau Horster, ich warte nur noch auf ein Telefongespräch, dann komme ich nach unten. Ja, aber vorher darf ich doch noch Ihre Frau begrüßen. Wie nett, dass Sie gekommen sind. Willkommen in London. Guten Tag, Frau Horster. Mein Mann hat mir erzählt, dass Sie hier sind und... Ich hatte zu Hause einen Katalog vergessen, den hat mir meine Frau nachgebracht. Ja, ich weiß. Kann ich ein paar Minuten mit Ihrer Frau allein sprechen? Ja, natürlich. Ich warte unten so lange. Mein Mann hat mir von Ihrem Besuch erzählt, Carla. Ja, ich schäme mich so. Wofür? Dass Sie Ihren Mann lieben, dass Sie eifersüchtig sind? Geschäftsreisen sind ein Kapitel für sich, das wissen alle Frauen. Soll ich Ihnen einmal verraten, was ich mal gemacht habe? Ja. Vor ein paar Jahren ist mein Mann ständig nach Skandinavien geflogen. Ich habe selbstverständlich geglaubt, dass er dort eine Freundin hat und habe ihn durch eine Detektei beobachten lassen. Na und? Nichts. Absolut nichts. Da habe ich mich auch geschenkt. Zum Glück hat mein Mann nie etwas davon erfahren. Konrad war furchtbar wütend. Er will kündigen. Ich glaube nicht, dass mein Mann die Kündigung annehmen wird. Und was soll ich jetzt machen? Gar nichts. Ich gehe jetzt runter und rede mit ihm. Und dann gehen wir drei auf Geschäftskosten ganz groß aus, okay? Dankeschön, Frau Horster. Sie sind sehr freundlich. Wenn sich hier einer bedankt, dann bin ich es. Wieso? Jede Frau ist geschmeichelt, wenn man ihr zutraut, der Grund für eine Geschäftsreise zu sein. Was, du bist noch gar nicht im Bett, du Schlingel? Nee, ich muss es erst noch malen. Sag mal, was soll denn das sein? Die sieht ja zum Fürchten aus. Ist ja auch die Königin. Ich bin in 2 Minuten fertig. Nein, nein, deine 2 Minuten kenne ich. Mach ins Bett, wenn ihr morgen angeln wollt. So, hier ist deine Milch und dein Apfel. Und jetzt in 2 Minuten machst du das Licht aus, ja? Und schläf schnell. Tschüss. Lotte! Ja? Ich hab 6 gefangen, Opa mal 2. Nein, klasse! Das ist ja ein richtiges Mittagessen. Hui. Wenn der poliert ist, sieht er bestimmt wieder ganz gut aus. Was? Die Mittags gibt's Forellen. Ich hab 6 gefangen, Opa nur 2. So, Martin, du bist doch wirklich der Größte, hä? Du machst doch Fisch, Dieter, oder? Na und wie? Ich habe noch einen Rest Antikleder von einem Stehpult, allerdings dunkelrot. Naja, Schilfgrün wäre halt besser. Ich meine, wenn der Kunde wieder als Spieltisch verwenden will. Ja, das will er. Dann müssen wir ihn bestellen. Stenzel und Company hat immer was auf Lager. Mhm. Ich rufe ihn mal an. Brauchst du die? Willst du Flöhe fangen? Was viel Besseres. Na gut, komm mal mit. Nee, da ist sie drin. Du weißt denn das? Danke. Ja. Also, die Sache geht in Ordnung. Ich habe mit Stetze gesprochen. Mutter, hast du eine Kiste für mich? Wozu brauchst du eine Kiste? Oder einen Korb. Ja, geht das, ne? Prima. Hier. Na. Frau Hose, kommen Sie doch mal mit. Ich will Ihnen was zeigen.
Chippendale hatte eine Vorliebe für dieses Schwanenhalsgesims. Deshalb kann man das ruhig nachbauen. Hm. Der Junge! Mein Gott, was ist denn passiert? Sie haben mich gestochen. Wie bin ich auf einmal gefallen? Wo tut's weh? Ich weiß nicht. Überall. Ich bin mit dem Rücken auf die Kante. Kannst du aufstehen? Oh, mal probieren, ja? Meine Beine. Meine Beine nicht mehr. Nicht mehr bewegen. Ich hole sofort nach. Martin! Was machst du denn für Sachen? Beinahe hätte ich die Königin gesehen. Was ist, Herr Doktor? Sind die Eltern nicht da? Ich bin der Großvater. Die Eltern sind verreist. Ja, können Sie nicht wenigstens die Mutter benachrichtigen? Das habe ich alles versucht. Sie sind von London aus 2 Tage an die Küste gefahren. Vor Montag ist nichts zu machen. Hören Sie? Keine Adresse. Ich bin der Großvater. Wollen Sie mir jetzt sagen, was los ist? Also gut, kommen Sie. Sieht leider gar nicht gut aus. 2-facher Beckenbruch. Und es wäre nicht tragisch, halb sehr schnell bei Ihnen. Aber das hier, 3. und 4. Lendenwirbel, beide angebrochen, dazu ein großer Bluterguss. Die Knochensplitter und der Guss haben auf das Rückenmark gedrückt, daher die momentane Querschnittlähmung. Nein. Wir haben getan, was wir konnten. Endgültiges wissen wir erst morgen oder übermorgen. Das Rückenmark ist nicht durchgetrennt, wir können also hoffen. Querschnittgelähmt, lieber Gott. Momentane Lähmung, habe ich gesagt. Kann sein, dass er morgen schon wieder die Zehen bewegt. Dann haben wir gewonnen. Und wie sind die Chancen, Herr Doktor? Ich würde sagen, 40 zu 60. Rufen Sie mich heute Abend an, bitte. Ich bleibe hier. Das hat wenig Sinn, der Junge schläft jetzt. Ich bleibe hier. Also gut. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich habe heute noch 2 Operationen, bitte. Fahr nach Hause, Charlotte. Kümmere dich um den Betrieb. Ach, das macht Rosa schon nicht bleiben. Geh, Charlotte, bitte. Soll ich dir dann was zu essen bringen? Ja? Der Junge ist aufgewacht. Er verlangt nach seinem Opa.